Und danach verschwinde ich hier, weil dann muss ich nämlich Sims aufnehmen, damit ich die Alte mal so richtig in die Fresse. So, meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Enderman Zockt. Oh! Wir begrüßen den Enderman natürlich. Begrüßungsweise. Beste. Sika oder Sicha. Ich bin der Sika. Sika, genau. Der natürlich von Marek. Aber ich habe nichts ausgewählt. Echt, echt jetzt? Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Yu-Gi-Oh!-Folge mit Man of the World LP. Ja, meine Freundin ist da. Nee, aber was? Wähl jetzt was aus, Junge! 3, 2, 1, ich wähle den Stein. Verdammt. Ha, du hast mich dieses Mal nicht gesehen. Trotzdem beginne ich als Zweiter. So, kurze Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was der Seeker kann. Der Seeker ist ein Charakter, also wer die Yu-Gi-Oh! Teile gesehen hat, die Folgen, die klassischen Folgen, der weiß, was Seeker kann. Also Seeker hat die Exodia im Deck, also eigentlich dreimal, aber die sind verboten, wenn man die dreimal im Deck hat, also deswegen habe ich sie nur einmal im Deck. Das heißt, wenn man fünf spezielle Karten zieht, von, ja, aus dem Deck, dann hat man automatisch gewonnen. Genau. Ganz einfach. Also mein Deck ist darauf aufgebaut, Karten zu ziehen, bis ich alle fünf Teile habe. Ja. Und ich habe ein Deck, womit ich eh verlieren werde. Der hat zwar eine Karte mehr als er im Deck, Du hast eine aber... Karte... Tatsache, du hast eine Karte mehr im De als Was? Ich ich. frag mich zwar warum, aber... Ach so, ja, ich habe kein 40er Deck, ich habe das wohl ein 40er. Ja, dann müsstest du aber zwei Karten mehr haben. Hey, greif doch an. Ja, aber... Ist aber wie im Livestream. Greif Ja, du kannst... an! Nein, ich kann die ganze Zeit die Karte aktivieren. Ach so! Oh! Aha, Krugschildkröte. Jedes Mal, wenn... Guck, der Und reagiert. ich... Oh. Der Mist. Ja Kann ich gut. jetzt bitte... Ja. So, danke. Und dann aktiviere ich... Krugtegi. Ach, das ist So, ja der diese Kack. Karte hat mir erlaubt, halt eine Karte zu ziehen und der Effekt von diesem Monster ist, dass wenn ich diese Karte aktiviere, dass ich dann nochmal eine ziehen darf. Also deswegen habe ich gerade zwei gezogen. So, beendest du auch oder? Ich habe zwar eigentlich schon auf Bandit bei mir gedrückt, dann kam es so dazwischen und dann haben sie mich gefragt, ob ich mit der Battle-Phase weitermachen möchte. Das hat mich schon gewundert. Aber gut, ich bin bescheuert. Das wissen wir alle. Ja, und Leute, es war ja bei Enderman, glaube ich, seit langem kam nichts mehr hoch. Leute, geht bloß zu Enderman und guckt seine fucking Videos. Er ist richtig nice dabei. Auch wenn YouTube bald gelöscht wird, er ist dabei. Was mich angeht, ich habe neue Projekte in Planung, beziehungsweise will mal wieder kochen. Und Enderman liest. Ich denke mal. Enderman? Ja, ich habe gerade gelesen, weil ich habe auch eine Karte im Deck. Oh! Ich habe eine Karte im Deck, von der ich keine Ahnung hatte. Nice. So. Du bist. Ach, Ja, Leute, ich habe auch ey. deine Lieblingskarte im Deck, fällt mir gerade auf. Ja gut, dann machen wir mal was, oder? Mal was? Wir beschwören! Eine wunderschöne Karte. Wer von der Flammipatschi. Und die Karte sich zum ersten Mal Elektor, Herrscher der Vögel. Und den Effekt kann ich eigentlich nicht öffnen, weil mein Gegner hat keine zwei oder mehr Karten derselben Eigenschaft, die er gerade. Also macht irgendwie keinen Sinn. Und wir greifen erstmal diese Karte an. Die ist weg. Nice. Weil ich hatte nämlich ein bisschen Angst gehabt, aber das hat sich wohl erledigt. Nice. So.
Ja, das Spiel geht natürlich. Weil gab es kurz eine Störung. Was? Da meinte jemand, der müsste meine Schere klauen. Was kann die denn? Falls ein Monster mit derselben, kannst du diese Karte. Ja, komm. Selbe Eigenschaft, ich habe keine geflügelten Monster. Ja, eben, deswegen sage ich ja. Also, dann spiele ich die Karte verdeckt und. Ich weiß ja nie, was das gerade gebracht hatte. Eigentlich. Dass mir die Karte. Was hast du eigentlich da im Extra-Deck? Wenn ich das wüsste. Schau doch nach. Also zwei Karten, die. Gut, eine ist okay und die andere frage ich mich, warum ich die reingenommen habe, aber. Also er spielt gerade mit einem Deck, wo er selber keine Ahnung hat. Ich finde es eben schön. So, wir werden einfach mal. Wir werden beschwören den Elementardrachen. Oh nein. Dieses Monster bekommt folgende Effekte, was? Ist mir scheiße. Ja, ich will es durchlesen. Hallo, lass mich durchlesen. Ich kann es nicht durchlesen. Dieses Monster bekommt die folgende Eigenschaft. Werden sich Monster mit den folgenden Eigenschaften auf dem Spielfeld befinden. Blind, so. Wenn diese Karte ein Monster deines Gegners als Ergebnis eines Kampfes zerstört, kann er sofort nochmal eingreifen. Ah, das Klärchen. Ja, sofort ist aber auch scheiße, glaube ich, ja. Deswegen. Aus Spaß, pass mal auf, aus Spaß, wenn ich jetzt mal vom Geflügelten jetzt den Effekt aktivieren. Was kann der? Ich habe den Effekt nicht mal durchgelesen. Ich darf mir jetzt ein Monster von dir aussuchen. Und da ist jetzt ein Kreuz drauf. Also nein, so gesperrt. Das kann ja ihr Effekt nicht mehr aktivieren. Naja, bringt eh nicht viel, also. Ja, gut, wir gehen in Battle-Phase greifen mit denen jetzt mit einem Metalldrachen sein. Verdammt! An. Nein, verdammt! Verdammt, du, warum hast du nicht mit dem Herrscher angegriffen? Oh, ja, greif an, komm. Ja, ich greif dich an. Dein Gegner hat den Kampf eröffnet, für Effekt der Karte aktivieren. Ach so, nee. So. Muss kurz überlegen, was für ein Effekt, aber. Nee, das machen wir nicht. Wir schließen. Wir schließen. Warum hast du denn eigentlich noch keine Fallen oder Zauberkarten gelegt? Was ist bei dir los? Weil ich keinen hab. Ich weiß ja nicht, was du vorhast, deswegen ist er die Scheiße. Du hast deine Karte. Nein, jetzt werde ich die ganze Zeit genervt. Dann setz sie doch. So? Meinst du, soll ich die setzen? Perfekt, hier, Schwerter. Ja. Als du das. Du hast gesagt, ich soll die setzen, also habe ich es auch getan. Endphase läuft. Nee. Warum wird meine Karte nicht was? Achso, weil. Ja, ich erst in der Standby-Phase. Jetzt. Weil ich die ganze Zeit gefragt habe, ob ich was hinzufügen möchte. Deinem Tod da irgendwas hinzufügen. Perfekt. Alter, bleib doch mal ruhig, Spiel! So. Ach, du bist auch die ganze Zeit gefragt. Ich setze diese Karte verdeckt, damit ich überhaupt was habe. Ich frage mich bloß, was er setzen möchte. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. So, Endphase. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Karte habe, um seine jetzt irgendwie. Oh, hier eine gute Karte gezogen. Ja, so halb. Ich aktiviere Scherbe der Gier. Ja, ist eine nette Karte. Wann kannst du jetzt mal bitte eine Zauber- oder Fallenkarte legen? Komm schon, mach das. Ich setze diese Karte hier und beende meinen Zug. Du sollst eine Zauber- oder Fallenkarte legen. Wenn ich aber keine habe. Hey, da liegt trotzdem eine. Oh, gut. Hat dein Deck überhaupt Zauber- oder Fallenkarten? Ja klar, muss ja. Sonst wäre ich ja ziemlich bescheuert, oder? Sonst könnte man ja gar nichts anfangen. Ja, man könnte schon was anfangen, aber. Und die Scheiße ist jetzt für die Leute, die zugucken, egal auf seiner oder auf meiner Seite. Auf meiner Seite sieht es gerade so aus, er verbaut gerade seine Abwehr richtig fett auf. So, das ist ja die letzte Runde jetzt. Ja, ich habe kein Monster. Was will ich da aufbauen für Abwehr, Mann? Mit Fallkarten oder Zauberkarten? Oh, ein großer Anus. Genau. Angus. Und ich beende meine Runde.
So, und du bist dran. Schwerter sind weg. Meine letzte Hoffnung ist eh jetzt Scherbe der Gier. Aha, buh. Nur Müll gezogen, aber ich hoffe auf dich. Tatsache. Wenigstens ein Monster. Er hat schon mal nicht die geflügeltes. Der hat die geflügeltes. Geflügeltes. Da will ich schon. Exodia. Ja, du hast die geflügelte Exodia noch nicht gezogen. Yeah. Ja, Mann. Die geflügelte Exodia. Die eine Karte. Ach, warum habe ich das? Ach nee, stimmt, das ist die falsche Karte. Okay. Und ich aktiviere. Ja. Krug der Gier. Yeah. Wow, kein Monster. Geil. Okay. Dann setzen wir. Wir beschwören. Was willst du beschwören? Panzerte Biene. Oh nein, nicht die Biene. Die Sumsebiene. Dann Flipbeschwörung von Sturmechse. Ich darf ein Monster von dir auswählen, was zurück auf deine Hand geht. Ja, ich habe nur eins. Ja, klar. Ja, ich möchte der Kette was hinzufügen. Möchte ich nicht. Ich möchte was hinzufügen. Möchte ich doch nicht. Ich aktiviere den Effekt von Schwarzer Anhänger. Oh nein. Ich gehe auf Alligator, was? Alectvision. Und Alector. Ja, ich möchte bitte hinzufügen, und zwar Wahlhasig vorstürmen. Ja, und setze komm, jetzt auf meinen Alligator. Jetzt macht er ja Vollstoff hier. Ich gehe mit meiner letzten Hoffnung dran. Wir gehen mit meinem, was ist eigentlich die und verdeckte Karte? Flipbeschwörung. Drahtenhüllos. Los. Warte, erstmal, warte, ich muss kurz zusammenrechnen. Warte mal, 1600, 3000, nee, 1000, nee, 2900. Dürfte klappen. Ich dürfte dich platt machen. 4300, dann. Ich mach dich platt. 5100 und dann nochmal 3600. Das sind ja schon mal 5000. Das sind über 8000, verdammt. Ja. Sind 8500. So, dann jetzt darf ich endlich mal angreifen. Direkter Angriff von der Biene. Und weil es gerade so witzig ist, noch mal kurz was hinzufügen und mach deinen schwarzen Anhänger kaputt. Ja, der geht sowieso kaputt, also das hat sehr viel gebracht. Muss ich dir sagen. Also die Karte bewirkt, dass alle Monster in Angriffsposition einfach zack weg, never come back. Ich glaube, der mag mich jetzt nicht mehr. Endphase. Auch Leute, es war so gut. Ich hätte wirklich platt machen können. Nicht mit mir. Noch. Dann spiele ich diese Karte verdeckt in Verteidigungsmodus und du bist dran. Okay, ich beschwöre. Kutschin Kuwakata, was will ich sagen? Kurichina Kuwakata. Irgend so ein Insekt, setze diese Karte hier noch. Hiroshin. Ja, jetzt habe ich, ja toll, jetzt habe ich keinen mystischen Sturm mehr, wow. Und geh in die Battlephase. Und guck mal, was da runter liegt. Nein. Wahrscheinlich hat das so Ruf der Gejagten, oder? Krugschildkröte! Ey, deine scheiß Schildkröte, kotzt mich an. Natürlich werde ich die Frau. So, und jetzt aktiviere ich. Habe ich nicht. Scherbe der Gier. Jetzt muss er ich aktiviere. Goldsakrophag. Und wow. Wow. Das ist die Karte, die du eigentlich, glaube ich, rauswerfen wolltest schon lange. Exodia, die Verbotene, wird verbannt. Dann spiele ich. Nee, dann spiele ich die Karte verdeckt. Und du bist dran. Oh, ich bin dran.
So Leute, ich wurde gerade außerdem die ganze Zeit schon gefragt, ob nicht mal wieder bei mir Sims kommt. Leute, Sims kommt dann bald bei mir wieder. Keine Sorge. Ich... Willst du die Geschichte erzählen, wieso? Nee. Oh nein, ein Gravitier... Ah, so, ja, okay. Ein Gravitstoß, Sache. Und greif dich mal an, ja. Alter, greif doch das verdeckte Monster an. Ah, obwohl, nee. Nee, das ist mir jetzt zu schade. Oh, er hat eine Karte, womit ich wieder... Meine Karten verlieren wir dann anscheinend. So, jetzt kommt, glaube ich, seine Exodia zurück, oder? Nee, ein Zug noch. Gut. So, nee, im nächsten Zug bekomme ich den Kopf von Exodia. Dann fehlen mir nur noch... Zwei Teile müssen mir fehlen. Und du bist... Ja gut, dann beschwören wir Drache, der in der Höhle aus. Auch wenn es bescheuert ist, im Angriffsmodus zu spielen. Ah, oh, ich möchte wissen, was er hier drunter alles hat. Oh nein, du greifst meine verdeckte Karte an. Oh scheiße, es war die falsche Karte. Was? Alles klar. Ich wollte eigentlich eine andere Karte verdeckt spielen. Aber jetzt kommt deine Lieblingskarte. Menschenfresser Käfer. Tschüssikowski, du Gravitstoßdrache. Oh, ja gut, Benson. So, Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Zum Glück habe ich keine Facecam. Ja, wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren spitzenmäßigen Folge Yu-Gi-Oh! Willst du noch was sagen, bevor wir... Wir sehen uns gleich! Wir sehen uns morgen wieder! Morgen? Nein! Ja, morgen! Gleich, weil ich dich nämlich in die Fresse schlage! Du Sch